Jetzt. Gut. Also, meine Lieben, ich habe heute mal das eigentliche Experiment hier mit diesem Rad. Ich habe mein Fahrrad auseinandergenommen, ein kleiner Scherz am Rande. Und aus gegebenen Anlass habe ich noch was hinzugefügt. Neulich fragten mich Menschen, wie ist denn das bei einem Elektroauto, Knautschzone und Kram. Da ist doch keine Knautschzone. Bei einem PKW ist mehr Knautschzone und so. Deshalb möchte ich euch mal zeigen, dass das durchaus das Gleiche ist. Also ich habe hier symbolisch mein Auto. Ich sitze drin. Ja, so. Und ich habe einen anderen Verkehrsteilnehmer. Also hier, blöder Hund. Hier, dummes Schwein. Und hier, das ist meine Knautschzone, ein Stückchen Schaumgummi. Machen wir das mal mit diesem Modell. Wenn jetzt hier der blöde Hund auf mein Auto drauf fährt, so fährt hier der blöde Hund zum dummen Schwein, dann ist das ungefähr das gleiche wie bei diesem Teil. Die eine Kugel ist der dumme Hund, das andere ist das blöde Schwein. Die stoßen zusammen und erzeugen eine bestimmte Energie. Leider sind die Autos nicht aufgehangen an Fäden, die können nicht weg. Das, was hier die Bewegung ausmacht, ist dann bling, das macht dann am Kopf bling. Ja, wenn das Auto hier, der hier auf mich drauf fährt, macht das bling am Kopf und an den Knochen. Und ich bin dann wahrscheinlich verletzt, tut dann weh. Jetzt machen wir das mal anders. Jetzt ist die mittlere Kuller ein Motor. Das ist mein Modell für einen Motor. Ich mache mal hier Motor dazwischen. So, und jetzt kommt's. Was passt? Blöder Hund, dummes Schwein. In der Mitte ist noch ein Motor. Das ist ja der einzige Unterschied zwischen dem Elektroauto und dem Benzin- oder Dieselmotor. Mein Motor hier, also ich habe ja einen Motor hinten, der ist so groß wie der Eimer. Eigentlich ist er sogar noch kleiner. Also das ganze Teil in der Mitte, das entfällt ja bei meiner Karre. Deshalb ist das so kurz. Jetzt kommt das Experiment. Der Hund, der Blöde, fährt auf meinen PKW mit Motor, mit Verbrennungsmotor. In der Mitte ist der Motor. Und ihr seht, den Motor interessiert das überhaupt nicht. Der Ausschlag für den Fahrgast im anderen ist genau wie vorher. Macht also genauso, dann bling. Ja, also es ist genau dasselbe. Ob da nun ein Motor dazwischen ist, spielt überhaupt keine Rolle. Der Motor, der kann ja nicht zusammengequetscht werden, das ist dann keine Knautschzone. Der bleibt wie er ist, der bleibt einfach an derselben Stelle. Damit wäre erstmal klar, dass also es völlig wurscht ist, ob da nun so ein großer Zwischenraum zwischen Fahrgastzelle und Stoßstange ist oder ob da nur so ein großes Stück dazwischen ist. Bei beiden Fahrzeugen ist die Stelle, die sich zusammenquetscht, ist genauso groß, so eine kleine. Ist immer dasselbe und die Wirkung ist auch genau dieselbe. Einziger Unterschied, ich fahre nicht 260 wie früher, wo ich noch Porsche hatte. Ich fahre jetzt bloß noch 90 rum. So. Gut, das war nur mal die Erklärung dazu. Jetzt neues Experiment. Vergesst alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Vergesst es einfach. Ach Gott, jetzt habe ich doch ganz vergessen. Ich wollte hier mein Vorderrad mal aufhängen. Hier, jetzt fällt das runter. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Gibt einen Trick dabei. Die eine Seite halte ich mal jetzt mit dem Finger fest. Ich muss erst mal ein bisschen beschleunigen. Jetzt kann ich loslassen, kann ich loslassen. Na gut. Aber es war zwar kurz, aber ihr habt es trotzdem gesehen. Sobald ich das Rad hier in Drehung versetze, brauche ich die andere Seite überhaupt nicht mehr. Es wird natürlich dann gebremst und wird langsam und fällt dann runter. Klar. Aber solange die Geschwindigkeit hoch genug ist, würde das Rad auch mit einer einzigen Aufhängung so stehen bleiben. Beim Fahrradfahren ist es ja dasselbe. Im Stand falle ich um. Wenn ich fahre, bleibt die Position dann bestehen. Das ist doch ganz normal, weil Körper immer bestrebt sind, in der Bewegung zu bleiben, in der sie gerade sind. Wer möchte mal noch ein Experiment mit dem Stuhl und dem Rad machen? Ja. Dann mache ich selbst. Ja.
So, also ich muss erstmal hier das Rad wieder beschleunigen. Erstmal kann ich jetzt das Schwert zur Seite biegen. Das ist eine unwahrscheinliche Kraft. Ich hätte es euch gerne gezeigt. Aber wenn keiner will, dann kann ich das nicht. Muss ich bloß erzählen. Aber wenn ich es schaffe, dann dreht es mich ja glatt zur Seite. Ich habe die Beine in der Luft. Nochmal. Nochmal. Also ich mache nichts mit den Füßen. Anhalten. Andere Seite. Verbrennt sie! So, jetzt reicht der Energie nicht mehr für eine ganze Runde. Ich nutze die Drehbewegung, den Impuls dieses Rades, um mich hier vom Stuhl umdrehen zu lassen. Möchte jetzt jemand probieren? Los! Lisa! So, ich hoffe, die Arme reichen bis vor. Merkst du es? Nee, er hängt am Schrank. Ach so, Desperation. Warte mal, ich schicke schon vor mit dir. So, nochmal den Spaß. Du kannst mit der Nase bremsen. Noch eine Hexe verbrennt sie. Das geht schwer, hä? Wenn ich du mache, geht's. Ja. Probier mal, schnell. Also, ich muss mal bloß sehen, bitte setz dich auf den Stuhl, wenn du daneben sitzt, funktioniert es nicht. Ja. Merkst du, es geht schwer? Ja. Mhm. Du bist schon angenehm. So, ausnahmsweise kriegt heute Bergwagen mal am Rad. Ach, wie es regnet. Ich kann das nicht mal. Ja, es geht schwer, hä? Ja. Ist egal. Gut, war egal. So weit, so gut. Ja, die wollen noch. Da habe ich Angst, dass die Arme nicht bis vorreichen. Dankeschön.